Servus und willkommen zu Let's Play Humboldt 2. Heute Mission Nummer 5, Gehenna. Schwerwacht, Auskrankungsstätte. So, es beginnt wieder mit einem Video. Es ist eh, dass man im Weltall was ausgräbt. Aber da sag ich später noch was zu. Da habe ich letztens was Interessantes zugehört. Ja. Und es lädt und lädt. Ah, jetzt geht's weiter. Oder? Ne, es lädt trotzdem noch. Load Level. Und Video. Ich bin still. Daten des Vega-Stützpunkts bestätigen weiträumige archäologische Ausgrabungen im gesamten Sektor. Den Bentusi-Koordinaten zufolge ist das Orakel genau hier. Wir müssen das Orakel vor dem Feind bergen. So, unsere Flotte trifft ein. Wie meiner kleinen Auflistung zu sehen ist, alle Schiffe sind da, beziehungsweise werden jetzt ausgeladen. Okay, wir müssen erstmal, hier sind die Rohstoffe, also schon mal die. Ach, hier sind sie. Die Mobilraffinerien da rausgeschickt. Kurzsprungkoordinaten perfekt ausgerichtet. Ein kurzer Ruckler. Es wurde eine kleine Störung im Hypersprungkern entdeckt. Wir sind angekommen, ohne die Vega zu alarmieren. Hier ist nichts zum Abbauen. Hier könnte man was abbauen. Das Orakel befindet sich hier. Die Vega suchen ebenfalls nach dem Orakel, aber ohne unsere Bentusi-Informationen dürften sie es wohl kaum finden. Eine Marinefregatte muss an der Ausgrabungsstätte andocken, um das Orakel zu bergen. Auf Widerstand vorbereiten. Die Stätte dürfte gut bewacht sein. Staubfelder werden die Sensoren der Vega stören. Wenn wir in dem Feld verborgen bleiben, können wir unentdeckt vorrücken. Es wird schwer, wirklich schwer in diesen Kurs Feldern zu eingestellt. bleiben. Neues Upgrade verfügbar. Drum habe ich aber Auf dem Weg zum Ziel. in weiser Voraussicht in der letzten Mission schon ein Trägerschiff gebaut. So, wir brauchen eine Marine-Fregatte, haben sie gesagt. Bestätigung. So, hier geht mit Rohstoffe im Abbauen. Einzugsbereich. Alle. Bereit. Rohstoffe im Einzugsbereich. So, Bereit. neben dem Bestätigung. Marine-Fregatte. Bauen wir mal zwei von, ist immer besser. Bauen wir noch Montage zwei läuft. Flak-Fregatten hier. Produktion läuft. Mutterschiff. So, und hier bauen wir Helis, normale Helis. Produktion läuft. Drei Stück. Produktion läuft. So, haben wir neue? Nein, haben wir nicht. Keine neuen Technologien Roger. zur Verfügung. Ja, hier ist nur denn. Haben wir sonst keinerlei Rohstoffe mehr? Geheimdienstdaten deuten darauf hin, dass hier Vega-Garnisonen stationiert sind. Erfahren die Garnisonen von unserer Anwesenheit, schicken sie Verstärkung. Vernichten Sie die Garnisonsflotten. Boah. Roger. Okay. Oh, wir haben doch Melden ganz Bereitschaft. schön viele Sammeln bestätigt. Rohstoffsammelschiffe. Melden Bereitschaft. Rohstoffe aufgenommen. Marinefregatte fertig. Ich baue mal Melden eine uns zur Sonde. Stelle. Die Sonde schicke ich hier irgendwo hin. Hier, zu dem. Marinefregatte fertig. Sonde fertig. Bestätigt. Ziel erfasst. So. Hier haben wir meine Sonde. Na toll. Sonde gestartet. Nein, nein! Oh! Oh, shit. Jo, die Sonde wird entdeckt. Da kann's. Alarm! Ja. Schiffe haben das Staubfeld verlassen und keine Deckung mehr. Sie werden bald vom Feind entdeckt, wenn sie nicht sofort zurückkehren. Das ist eine Sonde, die kann nicht zurückkehren. Ionengeschützfregatten können jetzt gebaut Uhu! werden. Roger. Das ist doch mal ein Wort. Helikorvettenstaffel fertig. Wie am Anfang Melden gesagt, uns zur Stelle. Hangars sind bereit. die Hangars Hirigane sind schießen bereit. lieber mit Bestätigt. Ionen Produktion halt. läuft. Flakfregatte fertig. So.
verbesserte Torpedos und die beiden. Heli-Stufe 2, Pulsar-Heli-Stufe 2. Verbesserte Sensoren brauche ich nicht. Aber ich habe keine Ahnung. Angriffsschiff. Ja, die Sonde ist so gut wie kaputt. Bestätigung. Aufklärer, Abfangjäger. Auf dem Weg. Verstanden. Die Helis. Grünes Licht bestätigt. Die Pulsar-Helis. Heli-Korvettenstaffel fertig. Grünes Licht bestätigt. Aufrüstung abgeschlossen. So. Wir machen wieder hier die Flotte an, also die Warteschlange. Und sehen, dass der Stolz von Herigara nichts baut. Flak-Fregatte fertig. Lassen wir hier auch mal zwei Ionenfregatten drauf bauen. Melden Bereitschaft. Melden uns zur Stelle. Mutterschiff. Die Elitebombe. Gruppe 1. Gruppe 2 meldet sich zur Stelle. Okay. Gruppe 1. Bewegungsbefehl bestätigt. Bestätigt. Neues Ziel eingestellt. Aufrüstung abgeschlossen. Neues Ziel eingestellt. Okay. Nicht genügend Rohstoffe. Upgrade unterbrochen. Gruppe 1. Die Bomber bewegen sich bitte hinter den, hinter der normalen Schlachtformation hier. Roger. Und ihr geht in einen Jägerverband. Kampfgruppe erkannt. Das sind Formationen. Durch die die Schweren hinten sind und die Abfangjäger vorn. Wenn ich jetzt noch die 1 dazu nehme und die auch in den Jägerverband setze, sieht man, dass die automatisch dann ein X bilden, sozusagen. So. Ein Aufklärer, ein Abfangjäger. Gut, ich habe kein Geld mehr. Ist hier wenigstens noch sehr viel RAs. Melden Bereitschaft. So, die Taktik setzen wir noch auf aggressiv. Nicht genügend Rohstoffe. Upgrade unterbrochen. Und schicken die Leute vor. Koordinaten eingestellt. Okay, die Helis sind voll. Gruppe 1 meldet Feindkontakt. Wo denn? Ah, da. Kampfgruppe auf Angriff vorbereiten. So, die Abfangjäger schnappen sich diese Aufklärer hier. Bestätigung. Bisher keine Verluste, keine Angeschossenen, wie ich das sehe. So. Das ist super. Das waren alle. Warten auf Befehle. Gruppe 1 meldet Bereitschaft. Bestätigt. Aufrüstung Jägerverband und ihr seid alle zusammen. Neue Gruppe Formation 3. Bestätigt. Gruppe 3 festgelegt. Und geht darüber. Nicht genügend Rohstoffe. Upgrade unterbrochen. Wenn ich alle drei Garnisonen zerstören muss, das ist echt viel Arbeit. Gruppe 1 meldet sich zur Stelle. Naja. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. Keine Gnade. Taktik aggressiv. Gruppe 1 meldet sich zur Stelle. So, die sind halt jetzt alle auch gleich schnell. Das ist sehr gut. Aber ich werde die Schiffe haben das Staubfeld verlassen und keine Deckung mehr. Verstecken uns in Staubwolke. Ja. Sind sie wieder in der Staubwolke abgetaucht? Melden uns zur Stelle. Nicht genügend Rohstoffe. Upgrade unterbrochen. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. Aufrüstung abgeschlossen. Okay, diese Garnison scheinen sich gar nicht zeigen Gruppe zu lassen. Eins wird da haben wir sie. Kampfgruppe auf Gefechtsposition. Okay, die Bomber nehmen diese Geschützplattformen vor. Gruppe 1 meldet bereit. Laserkorvetten, da können ich die. Ich bin getroffen. Gruppe 3 hat verstanden. Die hier Gruppe das machen. Hat verstanden. Kampfgruppe auf Angriff vorbereiten. Das sind aber keine großen Garnisonen hier. Noch keine Verluste. Gruppe 3 meldet sie. Garnison eliminiert. Was? Das nennt ihr Garnison. Bestätigung. Okay, ihr geht zurück. Ziel erfasst. Wir können keine weiteren Einheiten mehr unterhalten. So, also wenn das eine Garnison war. Okay, was können wir noch bauen? Hier mit 2 von 13, das ist
könnte man eigentlich noch einen vertragen, aber nee, das lassen wir lieber.